Hallo meine Damen und Herren und alle dazwischen. Ich begrüße und beglückwünsche euch recht herzlich zu einer neuen Folge Kopfsalat. Ich bin heute Morgen aufgewacht, hatte eine Nachricht auf meinem Handy von Tom. Er sei auf dem CSD Christopher Street Day. Warum weiß ich nicht, wo weiß ich nicht. Ich bin jetzt einfach mal los und wir suchen jetzt einfach den Tom. Hallo, habt ihr eine Ahnung, wo Tom ist? Nein. Tom ist mein schwuler Freund. Keine Ahnung, bei den ganzen Massen hier ist das echt... Ihr genießt einfach nur den CSD. Ja, genau. Als Pärchen. Genau. Und wie lange ist euer Outing her? Ihr seid doch lesbisch, oder? Nee, wir sind so zusammen, aber wir haben nichts gegen Schwule oder gegen Lesben. Jeder soll so leben, wie er leben möchte und dann ist so ein Schick. Ja, das ist sehr schick. Die meinten, Tom ist da hinten. Entschuldigung, hast du Tom gesehen? Nee, leider nicht. Nee? Okay, wenn du ihn siehst, sagst du mir Bescheid. Natürlich. Entschuldigung, ja? Er glaubt, dass du schwul bist. Weiß ich nicht so genau. Ja, doch, kann sein. Wenn du schwul wärst, würdest du mich dann attraktiv finden? Ja, ich glaube schon. Wärst du sauer, wenn ich ihn küsse? Ja, weil wir sind ja schon seit einiger Zeit zusammen und das wäre schlecht. Und in der Schweiz bleibt man treu. Ich habe leider kein Wort verstanden wegen der Musik. Das geht uns genauso. Ein Hund! Hier gibt es Cocktails! Schwanzschwänze! Hast du übrigens, ich suche gerade meinen Freund, hast du Tom gesehen? Ich glaube, da ist Tom. Ah, da ist Tom. Nee, das ist ja Clemens. Jetzt hast du dich mit Tom verwechselt. Tom? Tom? Küsst euch doch mal ganz leidenschaftlich. Was ist leidenschaftlich? Was ihr als leidenschaftlich empfindet. Es muss euch und mir Spaß machen. Meine Freundin wohnt da unten rum. Du hast meinen Popschutz abgemacht. Und veröffentlicht. Kopfsalat. Das ist gut, das kenne ich auch, ist auf ZDF. Genau, Kopfsalat auf ZDF. Hallo, Entschuldigung, was haben Sie da gerade gemacht im Busch? Darf ich fragen? Ich habe Freunde gesucht. Ach, Freunde? Ich habe mich ja vorangekommen. Hallo, meine Damen und Herren, ich habe endlich Tom gefunden. Tom, holst du ihn hin? Kannst du ganz kurz erklären, ja, was das hier eigentlich für eine Parade ist und wer hier paradiert und warum? Es geht um bunte Menschen. Bunte Menschen, die einfach auf Akzeptanz pochen und wünschen und hoffen. Bist du lesbisch selber? Ich bin lesbisch, ja. Dann können wir uns ja küssen. Ja, machen wir sofort, okay. Ja. Aber keine Fotos. War kein Foto, war ein Video. Die Luft brennt beim CSD. Und nicht nur wegen den sommerlichen Temperaturen, auch wegen den ganzen geilen Knackärschen hier. Entschuldigung, hast du Tom gesehen? Wen? Tom! Welchen Tom? Tom! Tom! Ich glaube ja fast, dass Tom gar nicht hier ist, sondern irgendwo auf einer Fetischmesse. Oder einem Pokémon Day. Ich hab gehört, hier gibt's Umarmung. Ja. Frei, kostenlos. Ja. Für jeden. Ob schwul, lesbisch oder Bug. Ich bin Bug. Okay. Ich krieg auch Umarmung von Leuten ohne Free Hug Shit. Pass auf. Hi. Geht doch ohne Schild. So ein Blowjob auf einer öffentlichen, da geht nichts drüber. Hallo! Hi! Hi! Seid auf dem CSD! Ja. Habt ihr das mitbekommen? Was haben wir mitbekommen? Das war's. Ja? Ihr seid zusammen, oder? Nee, wir sind nicht zusammen. Seid nicht zusammen? Wir sind nicht zusammen. Warum nicht? Warum? Stehst du nicht auf Frauen? Ich stehe nicht auf Frauen! Ich stehe total auf Pimmel! Hab ich das gerade laut gesagt? Meine Damen und Herren, die Kreativität bei den Kostümen ist bei den schwulen Lesben, da gibt es keine Grenzen. Ja? Die verkleiden sich als Feuerwehrleute, als Polizisten und hier haben wir auch als Johanniter verkleidete Rettungsassistenten / Homosexuelle. Wir verabschieden uns heute vom CSD, zumindest wir
Tom konnte ihn nicht finden. Ich denke mal, der hat sich schon in irgendwelche Büsche verkrochen. Auch ich wurde hier häufiger betatscht als damals in meiner Zeit bei den jungen Katholiken. Und ich denke mal, irgendwo hier am Bildschirmrand sind auch zwei Videos, die ihr euch angucken könnt. Ihr müsst den Kanal abonnieren, alles Sachen, die Tom euch sonst immer sagt. Kauft unsere DVDs und T-Shirts. Vor allem unsere DVDs. T-Shirts haben wir nämlich gar nicht. Und irgendwann machen wir auch Cut. Und dann saufen wir jetzt einfach weiter.